So, meine Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe jetzt seit 2, 3 Tagen nicht mehr gespielt, also ich gehe mal stark davon aus, dass der Strom leer ist, ja. Alles andere hätte mich jetzt sehr, sehr stark verwundert. Ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal massig Kram produziert haben. Wie steht's mit den Rotoren? Der ist voll, der Container, das ist sehr, sehr schön. Der modulare Rahmencontainer ist zur Hälfte voll, okay. Das ging aber auch nicht wirklich, weil hier das Problem war mit den Dingern, dass da... warte, wie komme ich wieder? Moment. Warum funktioniert das ohne Strom? Warte, was? Ich glaube nicht, dass das 5 Megawatt. Hä? Warum hat denn der Strom? Was zur Hölle? Kriege ich ihn auch. Aber das ist ja aus. Warte mal. Wieso ist das grün? Wait, what? Die Dinger. Die Zeile brauchen keinen Strom. Okay, naja. Warum auch nicht? Ich filme ganz fix die ganzen Biogeneratoren nach. Wie viel haben wir dort produziert an Biotreibstoff? Das ist jetzt eigentlich die Frage, ob ich jetzt nochmal farmen gehen muss, bevor ich hier was automatisieren kann. Das sollte erstmal reichen. Ich bin sehr zufrieden. Dann fülle ich die ganzen Teile einmal nach. So, und Strom läuft wieder. Sehr, sehr gut. Ich mache nächste Tage trotzdem direkt einmal mit. Ich will jetzt erstmal die Teile automatisieren. Wie heißen die nochmal, die wir brauchen? Die intelligenten Beschichtungen, genau. Ich würde da nicht so viele von machen. Ich glaube, 2 pro Minute reichen eigentlich aus. Wir brauchen die halt wirklich nur für den Weltraumlift. Sonst haben die ja keinen richtigen Grund. Deshalb, ich denke mal, oder machen wir... Ja, ich gucke mal, auf jeden Fall nicht so viele. Irgendeine praktische Zahl, mit der man gut arbeiten kann. Da muss ich nur noch warten, bis die fertig produziert sind. Dann haben wir nämlich die Weltraumlift, die nächste Stufe. Und können dann einfach weiter zu progressen mit Kohle und so weiter und so fort. Ich höre Spinnen. Ich würde ganz kurz die Beeren da vorne abholen. Vielleicht nehme ich noch die ein oder Bäume dann deiner Seite mit, weil da sind ja noch etwas. Da ist noch etwas Natur übrig geblieben, die ich noch mitnehmen kann. Und was machst du schon wieder hier? Warum sind die immer um meine Base hier? Und wollt ihr mich irgendwie provozieren? Warte mal, bis ich mein Maschinengewehr habe, ne? Dann geht die Post ab hier. Dann geht die richtige Post ab. So, ich habe die Tasche erstmal draufgezimmert. Problem. Wir kommen langsam hier in diese Grenze von dem Teil rein. Also, ich würde sagen, eine Tasche passt vielleicht gerade noch so. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das damit mache. Ist ja eh nicht so viel. Ich denke, die Tasche wird auf jeden Fall passen dafür. Und ich werde bei 6 die Minute machen, habe ich jetzt gedacht. Und ja. So, da bin ich wieder. Es kam bei gerade ein neuer Satisfactory Patch raus. Habe ich direkt runtergeladen. Jetzt kann ich zumindest hier die Sachen wieder ansnappen. Das funktioniert soweit. Oben rechts, wie ihr seht, wird auch hier der Meilenstein wieder angezeigt. Dann auch auf Englisch. Ein paar neue Sachen haben sie auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, in dem Server Manager war irgendwas, was neu war. Ich habe noch ein bisschen was mit LOD wohl verändert. Jetzt haben wir da wohl etwas dramatische Änderungen gemacht, wie man hier sieht. Ich denke mal, da arbeiten sie auch dran, weil wie gesagt, die Performance, die ist insane im Vergleich zum letzten Update. Achso, genau, wir brauchen jetzt 113,75 Eisen pro Minute. Und das wird hier umgebaut in 5. Hier, wie heißen die intelligente Beschichtungen? Ich würde es doch nicht 6 machen, weil 5 ist einfach praktischer, weil dann kann ich hier 5 versteckte Eisenplatten, muss dann ganz weiteres machen und so weiter. Leider ist auch hier. Was ist hier ein Band? Ich glaube, hier ist kein einziges Band zu langsam. Ich glaube, hier ist jedes Band schnell genug. Sollte. Genau. Das wäre das Problem gewesen, wenn ich 6 genommen hätte pro Minute, dann hätten wir ein zu langsames Band gehabt. Deshalb bleibe ich erstmal bei 5. Das Eisen kommt von da vorne nämlich, hier straight runter einfach. Wir haben noch keine Meilen aber taktet übrigens. Das heißt, wir haben noch quasi von den 3 Eisenquellen, die wir angezapft haben, 4, glaube ich. Ich meine, da die eine ist noch frei, oder? Ne, tatsächlich nicht. Also haben wir 5 angezapft, haben theoretisch von unserem Eisen aber noch das Dreifache, weil es noch nicht alle maximal ausgelastet ist, ungefähr das Dreifache an Eisen. Da vorne ist noch eine Quelle. Okay, wir haben noch massig Eisen. Und wir haben noch die Mark 1 Miner, müsst ihr bedenken. Also selbst dann haben wir noch deutlich mehr. Ich habe die Catwalks erstmal reingebaut. Auch immer mit einem kleinen, mit einer kleinen Treppe hier, dass es hier schön dran passt, sage ich mal. Und hier vorne habe ich aber keinen Weg rüber gemacht, weil ich komme mit Slide Jump easy rüber. Ich kann sogar einen normalen Jump einfach machen. Oder wenn ich mir Exoskelette gerade nicht dabei habe, dann reicht dann Slide Jump auch aus, wenn ich gerade vielleicht nicht läge, um hier rüber zu springen. Was ganz nice ist auf jeden Fall. Ansonsten. Die Jump Pads sind immer noch verbuggt, die brauchen nämlich immer noch keinen Strom. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ist praktisch. Muss halt nur, wenn ich runter will, hier auf die
Gangways wieder, aber ich glaube auch, dass die Etagen klein genug sind. Ja, dass ich hier keinen Fallschaden bekomme. Was auch ganz nice ist. Das heißt, ich würde kurz ein wenig Stromfarmen gehen. Stromfarmen. Bäume farmen gehen, ihr wisst, was ich meine. Ich mache mir, glaube ich, direkt mal hier irgendwo eine Kiste hin, wo ich dann immer, wenn ich Holz farmen gehe, mein ganzes Inventar reinpacken kann. Hier so eine Aufbewahrungsbox, meine ich. Machen wir die einfach. Wollen wir so ein. Machen wir das? Hier hinten ist ja theoretisch unser Workspace. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir das ganze Ding einfach mal so noch hier irgendwo. So. Dann kann ich jetzt auch mal ganz meine Tars mal reinpacken, bis auf das. Immer wenn ich jetzt farmen gehe. Und dann hole ich meine Kettensäge raus. Die irgendwo hier ist. Wo ist meine Kettensäge? Oh, können wir die Pistole jetzt nehmen? Okay, auf jeden Fall haben sie was gemacht, glaube ich, weil sonst wird das nicht gedingenst werden. Ja, Bug mit der Werkbank hier. Sonst wird es, glaube ich, die Animation nicht neu kommen, weil die Animation, die ist ja nur, wenn man ein Item quasi zum ersten Mal in der Hand hält. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dementsprechend. Haben sie da eventuell was verändert? Aber das ist eigentlich noch geladen. Okay, und? Yes! Wir können schießen mit der Armierpistole. Endlich. Das ist sehr, sehr schön. Heißt, ich nehme hier direkt mal was mit. Das ist sehr, sehr schön. Ach so, Moment. Und weil ich die Armierpistolenmunition ja auch hier in die Lagercontainer einräume, haben wir für die Lagercontainer da vorne ja eigentlich nichts mehr, was wir wirklich noch machen könnten. Was sehr gut ist, weil ich habe ja gerade auch die Teile automatisiert, die hoppala, brauchen wir auch für den Weltraumluft. Ach so, und es gibt neue Emotes, habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier so ein Winken oder so ein Herz. Oder so ein Facepalm oder Schnick, Schnack, Schnuck kann man spielen. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Also wir haben ein kleines Problem bezüglich der Bäume. Ich habe jetzt nämlich ziemlich alle abgefarmt. In der Richtung ist irgendwann die Klippe und da ist überall Gas. Hier, nee, was halt in der Richtung war das? Nee, in der Richtung da hinten, nee, da geht's zum Kriterium. Da haben wir jede Menge von diesen bösen Löwen und Gas. In der Richtung irgendwann haben wir Gas und so eine Klippe nach unten. In der Richtung einfach keine Bäume mehr und irgendwelche Alienviecher. Das heißt, das ist jetzt noch die einzige wirkliche Richtung und dennoch gut, was übrig ist. Heißt, ich jetzt mal ein paar Bäume. Ein Inventar hatte ich gerade voll mit Stuff schon. Habe ich schon abgeliefert. Wir produzieren jetzt erstmal wieder ein bisschen Stuff. Und jetzt habe ich gerade hier eine Festplatte gesehen, da oben. Moment. Da ist der Kasten. Heißt, ich bastel mich da mal einen Zwicks hoch. Können wir jetzt mit dem Zoop-Mode, wie es heißt, hier wunderschön nach oben basteln einfach. Da ist gerade unser Strom jetzt durchgebrannt. Und wir haben hier 25 Megawatt, die wir brauchen. Ich reiße das direkt einmal ab hier wieder. 25 Megawatt ist kein Problem, denn wir machen jetzt mal einen Biomasse-Generator. Schließen hier einmal Strom an. Boah, Hilfe, nein, ich habe hier einen Leiter, ihr kommt hier nicht hoch. Packen wir ein bisschen Treibstoff rein. Hopp. Das wollte ich nicht, scheiße. Und wir haben eine neue Festplatte, was auf jeden Fall sehr nice ist. Die wird auch direkt einmal eingescannt. Bap, MRM können wir wieder abreißen. Das können wir wieder abreißen. Außerdem haben wir hier noch ein paar Platinchen, was sehr nützlich ist. Ein paar modulare Rahmen, hier haben wir noch ein paar modulare Rahmen. Hier haben wir noch ein paar Platinchen und noch ein bisschen Draht. Wenn es nicht so lang würde, hätte ich das schon längst im Inventar. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn wir Schaden kriegen. Ich meine, wir kriegen hier auch wieder so viele Beeren rein. Dementsprechend rentiert sich das ganz gut. Und jetzt können wir hier auch wieder verschwinden. Und wir haben eine neue Festplatte. Sehr. Oh mein Gott, das wäre jetzt knapp gewesen. Jetzt wäre ich fast hier runtergekracht. Ja, by the way, ein bisschen Quarz kurz gefunden, 14 Stück noch, können wir Menschen noch ein bisschen was machen. Aber ich werde jetzt erstmal noch weiter Holz farmen. Also, bis gleich. Alles läuft soweit. Ich denke mal, das sollte produziert werden. Das Einzige, was gerade fehlt, sind die verstärkten Eisenplatten. Das liegt daran, dass hier gerade keine Schrauben ankommen. Und die kommen hier nicht an, weil die sind ganz am Ende vom Overflow-System. Und ihr wisst es gibt Overflow-System und das Load-Balancing-System. Load-Balancing vermocht zwar mehr Platz zum Bauen, sorgt aber dafür, dass alle Förderbänder gleich viel haben. Dann würde ich quasi dafür sorgen, dass jedes dieser Bänder exakt gleich viel bekommt. Und by the way, das sind dann irgendwelche Scheißbugs. Ich hasse sowas. Wenn die Sachen sich nicht richtig connecten, das ist dann wegen Server wahrscheinlich. Und halt, Overflow ist halt das, was ich mache. Frisst halt weniger Platz. Und what the fuck? Warum drehen die sich manchmal um? Das
nervt. Und das macht alles kaputt. Deshalb dauert das Automatisieren so lange. Weil ich immer gucken muss, dass wirklich jedes Band richtig ist. Jedenfalls. Overflow-System ist halt genau das hier. Nämlich, das Gebäude geht voll, der Überschuss geht dahin, das Gebäude ist voll, der Überschuss geht dahin. Das dauert Overflow immer etwas länger zum Warmlaufen, ist am Ende aber beides gleich effizient. Entweder man hat halt verbraucht mehr Platz zum Bauen, hat dafür eine langsamere Aufwärmphase oder man hat halt weniger Platz und die Aufwärmphase ist länger. Ist mir ziemlich egal mit der Aufwärmphase, weil der Server eh 24/7 durchläuft, dementsprechend werde ich kein Load Balancing benutzen. Da kommen auch schon die ersten wunderschönen Schräubchen rein für unsere verstärkten Metallplatten. Das heißt, wir haben hier die ersten intelligenten Beschichtungen. Ich werde später nochmal vorbeigucken. Ich habe jetzt jede Etage soweit überprüft. Alles funktioniert, jede Etage läuft bis auf die oben. Habe ich noch nicht ganz gecheckt, da muss ich mal ein bisschen warten. Aber die ganzen Etagen hier laufen erstmal alle. Und wenn die hier nicht laufen, dann nur, weil da irgendwas voll gelaufen ist. Wie in dem Fall hier die Eisenstangen, die dann für irgendwas anderes gemacht sind. Ich weiß nicht mehr wofür, aber es geht auf jeden Fall nach draußen. Dann würde ich kurz einmal ins Stromnetz nochmal reingucken. Ich habe jetzt nochmal ein paar Teile reingeworfen, ein paar neue Holzdinger und sowas. Das heißt, ich würde erstmal kurz warten, bis Phase 1 fertig ist, also der Weltraumlift, bis der Saftdorfer fertig ist. Es wird noch eine Weile dauern, also ich schneide jetzt zu dem Zeitpunkt schneide ich gleich das zweite Satisfactory Video weiter. Wird auf jeden Fall länger. Ich denke mal, also jetzt gerade zu dem Zeitpunkt habe ich erst ein Video veröffentlicht, nämlich da der erste. Und ich schätze mal, dass alle Videos etwas länger werden. Ich hatte trotzdem gedacht, dass die meisten so roundabout 15-20 Minuten werden. Aber anscheinend werden sie doch etwas länger, was aber natürlich nicht schlimm ist. Achso, ganz vergessen, Festplatte war noch fertig. Oh ja. Interessant, weil Eisen ist genug, aber da werden wir eher das reine Kupferrezept nehmen. Eisendraht wäre eine stronge Option. Ich denke mal, das würde ich auch nehmen. Hier brauchen wir 5 Barren für 9 Draht. Mit normalen Draht brauchen wir 1 für 2, also 5 für 10. Warte mal, aber. Also stopp, 5 für 10. Ja, okay, entweder 5 Kupfer für 10 Draht oder 9 Eisen für... was? Also wenn verbrauchen wir mehr Eisen. Ist aber nicht so schlimm, weil Eisen gibt es in der Welt deutlich, deutlich mehr als Kupfer. Wir haben, by the way, nochmal einen Punkt. Okay, ich glaube, von einem Ticket können wir uns nichts Tolles kaufen. Eventuell ist aber trotzdem irgendwas dabei. Oder haben wir noch Tickets hier? Nein. Dann werde ich da mal gucken müssen, ob wir da eventuell noch irgendwas schnabulieren können. Ja, die Straßensperren. Die Geländer können wir machen. Das heißt, wo sind die Architektur? Oh, schick sind die. Ich habe nämlich hier im Hub mir einen Weg nach oben gebastelt, dass ich hier ganz easy auch nach oben klettern kann. Über die Treppe halt hier, seht ihr. Und dann geht es hier zum Beispiel nach außen, wo es dann hier noch einmal eine Etage höher geht, zur aktuellen Etage. Beziehungsweise halt die andere Tür geht dann etwas nach unten, zur unteren Etage. Hier haben wir noch etwas freien Platz, genauso wie da noch ein bisschen. Also hier würde ich eventuell später irgendwas reinbauen. Aber jetzt kann ich ja zumindest die ganzen Geländer einmal hier hinpacken. Oh lol, ich habe den Supermode drin. Ja, mit Sup ist ziemlich spannend. Hier brauche ich es eigentlich nicht zu machen, weil da haben wir eh überall Maschinen. Aber was mich sehr freut, ist, dass die Geländer jetzt einmal gefixt haben. Das heißt, die Geländer funktionieren jetzt richtig wie Geländer. Und früher war es ja so, du konntest hier einfach durchlaufen. So, what? Warum? Weil, ich meine, Geländer, ne? War nicht so ganz der Sinn davon. Hier auch habe ich... Ne, warte, hier habe ich das Förderband. Ich glaube, das Förderband reicht als Geländer eigentlich. Dann haben wir hier oben nur noch ein bisschen Platz für was auch immer. Alles klar. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder und wir haben erstmal genügend intelligente Beschichtungen gemacht. Die Fabrik sieht von außen jetzt, by the way, schon ganz schick aus. Ich muss ja eh erstmal hier raus, dann kann ich euch das ja direkt einmal zeigen. By the way, das Geländerpad habe ich nach hier verlegt, weil dann kann ich hier, wenn ich nach oben will, einfach mal hier rüber. Und wenn ich jetzt das Ding hier verlangsamen kann, ganz easy hier nach oben und halt wieder nach unten. Der Strom ist eine Millisekunde ausgegangen. Also, dass ich gerade noch so Fallschaden bekommen habe, ne? Also, das ist mir auch noch nicht passiert.
Also bitte. Aber ist kein Wunder. Ich habe mich vorhin hier erstmal so Blumen, Blütenblätter noch reingelegt. Die kann ich erstmal drin lassen. Ich würde erstmal ganz kurz die oben wieder auffüllen. Weil hier sind nämlich alle leer. Und dann sollte das jetzt auch erstmal wieder für eine gute Weile reichen. Ich gehe ja gleich nochmal pennen. Eine Stunde, ein, zwei Stunden, wie ich bin. Und dann muss ich es ja noch über Nacht halten. Beziehungsweise eine gute Weile über Nacht. Das heißt, wir produzieren dann nochmal eventuell etwas. So, 200 baue ich mir im Inventar für meine wunderschöne Kettensäge. Und damit werden wir jetzt damit fertig und wir können zum Weltraumlift drüber spazieren. Denn wir haben theoretisch jetzt Weltraumlift Phase 1 fertig, was schon mal ziemlich nice ist. Ist zwar noch so die einfachste Phase, die schnellste natürlich, aber wir können damit bald mit Kohleenergie anfangen. Geh gefälligst weg von meiner Fabrik, das ist kein Gebiet für Natur und Leben. Raus hier. So. Liebe Leute. Diese Sounds, ne? Ich liebe diese Sounds. Let's go. Der fucking Weltraum lifts. Oh, er leuchtet. Er leuchtet richtig krass rot. Holy shit. Und das Ding jietet in den Weltraum. Und oben rechts sehen wir direkt Phase 2. Ah lol, wir kriegen jetzt oben rechts direkt immer die zweite, die Weltraumluftphase angezeigt. Okay, das gefällt mir. Und wir können noch zusätzlich eine Hubdings anzeigen lassen, oder wie? Das ist jetzt meine Vermutung. Ich habe mir jetzt hier einiges geunlockt. Insbesondere Kohleenergie. Und wenn ich das jetzt mache, oh, da werden's. Alter, das ist geil. Können wir denn Kohleenergie schon machen? Ja, müssen wir ja. Also, das brauchen wir jetzt sofort, weil, also sonst haben wir ganz große Probleme. Und danach würde ich sagen, machen wir direkt möglichst schnell Stahl. Wir können LKWs uns auch machen dann und sowas. Ja, das ist geil. Das ist geil. Also, let's go. Kohleenergie. Wo haben wir dich denn? Irgendwo in der Nähe vielleicht. In der Richtung wäre ganz nice. In der Richtung wäre nice. Dann haben wir schon eine Fahrt rüber. Okay, 77 Meter. Das ist ziemlich kurz tatsächlich. Also relativ wenig. Und da hier im Gebiet auch sehr viele reine Quellen sind, würde ich jetzt einfach mal hoffen, dass das auch eine reine Quelle ist. Eventuell mache ich auch direkt mehr Kohle. Ich meine, die Mark 3 Bänder können ja 270 Items pro Minute machen. Eventuell schließe ich direkt genug Kohlekraftwerke für ein 270er Band an, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wenn man eine Idee, solche Kohlekraftwerke habt, dass ich dann möglichst schnell anfange, auch mit Stahl. Und dann mache ich es nicht so, jo, wir machen da ein bisschen Stahl und da ein bisschen Stahl, je nachdem, für welche Automatisierung wir das brauchen. Sondern ich mache direkt einmal brutal, direkt, keine Ahnung, 300 Stahl die Minute, Stahlbarren. Und immer wenn ich die in irgendeiner Produktion brauche, werde ich die einfach wieder abzwacken davon. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas einfacher, wenn ich dann einmal krass Sachen automatisiere. Und dann mir immer was davon abzwacke, als wenn ich es jedes Mal neu baue. Geht, glaube ich, insgesamt auch schneller. Ist bei manchen Dingen, die man häufig braucht, wie zum Beispiel Stahl, glaube ich, ganz intelligent. Können wir dann eventuell bei anderen Sachen später mal machen, keine Ahnung, was man halt noch so krass oft braucht. Allerdings lohnt sich das auch erstmal, wirklich effiziente alternative Rezepte haben. Deshalb werde ich da vielleicht noch die eine oder andere Festplatte mitnehmen in der Richtung. Also sehen wir uns dann gleich wieder vielleicht. Bin ich dann auf was Interessantes. Und ich bin da, ich höre und sehe eine Spinne, die hier anfängt schon wieder mich anzulägen, was mir gar nicht gefällt. Jo, sie macht 3 Herzen Schaden. Und zusätzlich hier noch eine kleine Landekapsel, hallo. Mit 50 Megawatt, das gefällt mir doch ganz gut. Ganz im Gegensatz zu der Umgebung hier, die gefällt mir eher überhaupt nicht gut. Aber 50 Megawatt ist prima, das ist gar kein Problem. Naja, ist sehr gut. Ich übertakte ihn jetzt einfach, dann geht schneller. So. Gib mir die Festplatte, mein Kollege, vielen Dank. So, wo ist die Kohlequelle hin? Oh, es ist eine Multiquelle. Eine Dreierquelle. Das ist ziemlich strong. Ich denke mal, ich werde schwimmen, weil die meisten Viecher können nicht schwimmen. Oder zumindest recht langsam. Wasser ist immer safe. Und ja, direkt am Strand hier eine wunderschöne Kohlequelle. Mit einem sehr schmackhaften Speckpilz. Wow! Wo? What? The hell? Ist der unsichtbar? Was ist das für ein Scam?
Der buggt einfach unsichtbar. Hallo? Satisfactory? Ja, jetzt, Autosave auch noch oder was? Was ist das denn jetzt? Aber die Sounds haben sie neu gemacht. Es gibt zumindest hier wieder so einen Sound, wenn ich irgendwas crafte. Und es ist nicht mehr einfach nichts. Du bist normal, du bist rein. Ja, natürlich mit Alien-Viech drauf, der ist rein. Und immer noch irgendwo einhüllt mich, aber erstmal relativ, die reicht ja. Ne, Moment, wir brauchen die reine für 120 Kohlenminute. Heißt hier, so, unsichtbares Viech, ich baue jetzt einfach durch dich durch. Tut mir jetzt leid, aber juckt mich jetzt erstmal relativ. Das heißt, Strom ziehen wir gleich noch hin, 120 die Minute. Sehr, sehr schön. Und dann ziehe ich erstmal den Fördermann entlang und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in der Base. So, alles verbunden. Hier ist noch ein Gebiet mit überall Gas und Spinnen und Feuerspuckern. Aber zumindest kriegen wir jetzt hier durch Kohle. Digga, diese fette Spinnenarmee, es ist krank. Und da wir hier einen wunderschönen freien Spot haben, würde ich sagen, packe ich. Dankeschön, Lag. Packe ich die Kohlekraftwerke direkt einmal hier hin. Wir müssen gucken, woher wir mal Wasser ziehen. Müsste ich mir eventuell mal was raussuchen. Aber zumindest brauchen wir am Anfang nicht so viel Wasser. Alter! 4 Herzen Schaden weggelegt. Oh mein, das ist voll assi. Ah, MAM ist durch. Sehr schön. Das ist es. Reine Eisenbahn. Wir wollen erstmal Raffinerien für. Aber dann haben wir das beste Rezept im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Normalerweise würden wir aus 7 Eisen... Oh, die haben es genervt. Obwohl, beim Eisen war es anders. Beim Kupfer waren es andere Zahlen, das weiß ich noch. Beim Kupfer war es, glaube ich, pro Minute 37,5 Output und 15 Input. Bei Eisen weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall machen wir da quasi aus Wasser Eisen. Also irgendwie ist es halt wohl so, dass das mit dem Wasser effizienter verarbeitet wird und so. Und weniger wird da weggebrannt und man kann halt mehr aus dem Eisen rausholen, was da wohl irgendwie drin ist eigentlich. Und das ist halt ganz nice. Weil wenn wir hier unsere Kohlekraftwerke machen, das können ja auch ruhig ein paar mehr werden später. Sobald wir dann Öl haben, können wir die Kohle ja wieder umleiten und dann für zum Beispiel Stahlproduktion verwenden. Das ist ja das Schöne. Und genauso wenn wir Atomkraftwerke haben, können wir das Öl für unsere Ölkraftwerke wieder umleiten und neu verwenden. Das ist halt ganz nice. Dürfte halt auch im Idealfall nicht so weit unten sein, weil dann müssen wir es halt überall hier hochpumpen. Das ist halt auch alles andere als angenehm. Und frisst auch wieder Strom, das Pumpen. Das darf man nicht vergessen. Kohlekraftwerke brauchen jetzt zwar nicht so viel Wasser, aber ich glaube irgendwie 12 Kohlekraftwerke brauchen eine Pipeline. Ich kann mal kurz gucken. Wenn wir nur die kleinen Pipelines, das heißt wir brauchen... Na, wir können 6,6 Kohlekraftwerke powern. What? Oder Gift? Oh Gott. Oh, ist das Sam? Ist das etwa ein wenig Sam? Oh, das nehme ich doch sehr gerne mit. Warum auch immer das in Luft schwebt, aber es scheint so, als würden das Gebiet hier wohl auch noch irgendwie updaten, dann noch irgendwas hinzufügen. Feuerspucker gespawnt, okay. Ah, da ist die Wüste. Okay, wir hätten zwei Möglichkeiten, easy an Wasser zu kommen. Unsere Base ist da vorne, wie ihr seht. Und hier war dieses kleine Tal, sag ich mal, wo wir noch die Katheriumquelle auch hatten und sowas. Erkennt ihr eventuell wieder hier, weil die eine Katheriumquelle. Hier unter ist die andere ohne den Felsen drauf. Und da ist ja auch so was Seemäßiges, wo halt die Bäume überall vor sind. Da sehen wir den Wasserfall. So, und ich denke mal, wir werden entweder das Wasser von da unten oder von da ziehen. Andere Möglichkeit wäre dieser Riesensee, den ich vorhin noch angesprochen hatte. Wo ihr wisst, wo diese fette Felswand auch ist, wo dann der Bambuswald oben ist und so. Wo wir diese Mercer-Sphäre kurz gesehen hatten, so irgendein weird Text mit uns gesprochen hatte, den ich so auch noch nicht kannte, muss ich sagen. Oh, etwas Quarz, nehme ich gerne mit. Problem dabei wäre auch, ich meine zwar, es wäre jede Menge Wasser und es wäre auch neben einer Ölquelle. Allerdings würde ich mir das Wasser eventuell später für Atomkraftwerke aufheben. Muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall, schätze ich mal, werde ich jetzt das Wasser hiervon anpumpen. Insbesondere, weil das weiter oben ist und das deutlich einfacher macht für mich, das zu holen. Dementsprechend, ohne Mercer-Sphäre. Dementsprechend werde ich jetzt ganz simpel zur Base gehen. Oh nein, ich hasse es, wenn die mich so hoch bouncen. Und dann gönne ich mir von der Base mal ein bisschen Beton. Und dann baue ich mich erstmal mit Beton darüber, dass wir halt im gleichen Beton-Grid sind. Vielleicht mache ich die auch dann irgendwo hier, wenn das Wasser halt dann gepumpt werden muss. Ich meine, Kohle irgendwo rumziehen ist kein Problem. Aber Wasser irgendwo rumziehen halt schon mehr. Gucke ich mir mal an, wie ich das Ganze mache. Und dann sage ich euch gleich Bescheid. By the way,
Diese stapelbaren Pipeline-Halterungen. Die kriegt man erst mit Stahl. Warum? Ich brauche erst Stahlrohre und Stahlbarren. Das heißt, ich muss erst mit die ganze Pipeline zur Kohle erstmal so auf den Boden verlegen. Dann darf ich die später mal abreißen und dann können wir nochmal neu schön hier mitbauen. Ansonsten. Ich glaube, das lächelt mich gerade an. Das muss ich nehmen. Ich bräuchte noch manchmal Kabel, weil ich habe keine mehr im Inventar. Und dann noch etwas Draht. Aber das sieht mir auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft aus. Und sobald ich die Kohlekraftwerke habe, müssen wir auch kein Holz mehr farmen gehen. Das ist ja voll nice. Also wir kriegen die jetzt relativ früh. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass man die erst später kriegt. Aber das finde ich geil. Liegt vielleicht auch daran... Ah, die Faust wieder. Nice. Aber vielleicht auch daran, dass ich ja im letzten Let's Play die Kohlekraftwerke... Okay, das habe ich ja gar nicht mehr so weit hochgeladen. Aber da war es da ja so, dass ich in meiner neuen Fabrik, dieser Klotzfabrik, Kohle komplett geskippt habe. Dann bin ich direkt zu Öl gegangen. Daran liegt es halt vielleicht. Jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal meinen Xenobäscher machen. Da brauche ich jetzt mal modulare Rähmchen. Ich mache direkt zwei Xenobäscher. Einen nämlich, um den Container einmal zu claimen, sage ich mal. Dass ich direkt für die Zukunft weiß, aha, da kommt das Item rein. Wir bräuchten eventuell noch ein paar Tickets, weil vielleicht kann ich mir noch was Neues gönnen. Ich hatte nämlich vor, ihr kennt das doch, diese Fabrikgebäude, diese typischen, diese Zackendächer haben. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das werde ich bauen für die Kohlekraftwerke. Aber, ihr kennt mich, schätze ich mal, ich will Sachen nicht nur optisch schön bauen, sondern immer noch verbunden mit etwas, was auch einen Sinn hat. Also eventuell mache ich diese riesen Schornsteine von den Kohlekraftwerken in diese Ecken rein. Dann vielleicht noch so, dass die Kohlekraftwerke, dass der Schornstein gerade so aus dem Dach rausguckt. Sollte der mir schick aussehen, schätze ich mal. Aber eventuell mache ich das irgendwie so, muss ich mal gucken. Dafür bräuchten wir allerdings dann die Dächer. Und ich glaube nicht, dass wir uns die leisten können. Das wären nämlich diese. Die kosten aber 6 Coupons. Sekunde, erstmal mache ich mir ganz fix von den Xenoseppern noch ein paar. So, 3 Stück reichen. Einen habe ich ja noch im Inventar. Jetzt machen wir uns erstmal Xenobäscher. Ich brauche, Alter, 500 Draht braucht einer. Holy shit. By the way, auch noch ein Bug. Manchmal geht es einfach so random, gehen diese Füße einfach durch Böden durch, auch wenn es gar nicht notwendig wäre. Die sind ja eigentlich nur da, wenn das Terrain irgendwie uneben ist. Manchmal sind die einfach so random durch den Boden. Aber der Bug war auch schon immer drin. Das war jetzt nicht seit dem neuen Update erst. Das war jetzt... Ist ein ganz normaler Bug. Und da haben wir unseren wunderbaren Xenobäscher, was auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr nice ist. Bap. Let's go. Oh, keine Animation. Okay, normalerweise ist ja noch eine Animation da, wenn man das zum ersten Mal in der Hand hat. Ah, und diese scheiß Schilder brauche ich auch mal unbedingt. Also ich will nicht mal lang und den da so reingucken mit F, sondern dass ich da mal mehr Schilder anhängen kann und direkt weiß, aha, das und das ist da drin. So, hier. Einmal Schredder bitte. Ich baue jetzt die Kohlekraftwerke. Okay, folgendes. Ich habe die Kohlekraftwerke jetzt nach hier gesetzt. Also hier ist die Fabrik, seht ihr, da bei den Dingsproduktionen. Die Idee war, dass da Richtung Süden ist der See. Der war doch näher als das andere, was ich meinte. Also der See, vielleicht sieht man den, nee. Er ist über der Kanzel und dann doch der an dem Wald, glaube ich. Jedenfalls, die Kohle, die wir haben, die kann nur 8 Kohlekraftwerke bepowern, was erstmal reicht, weil es unendlich besser als Biogeneratoren. Aber die brauchen nur 3 Wasserextraktoren. Das heißt, ich kann ja quasi unseren kleinen See einfach nehmen. Ist trotzdem nicht schlecht, weil wenn wir später halt hier mal mehr Kohlekraftwerke anschließen, haben wir dann da das Wasser von da vorne. Aber bis jetzt reicht der See erstmal aus. Kohle ist angeschlossen. Heizt immer das Wasser einmal ran. Und dann gucken wir mal. Kurz zum Vergleich. Unser aktuelles Stromnetz sieht so aus. Wir brauchen 300 Megawatt. Wir dürfen, glaube ich, maximal 400 Megawatt verbrauchen, weil sonst... produzieren wir den verfestigten Biotreibstoff nicht schnell genug nach. Deshalb haben wir zwar eine Kapazität von 800, aber eigentlich eine Kapazität von 400. Müsst ihr euch denken. Ich habe halt nur mehr angeschlossen, damit wir das seltener nachfüllen müssen. Also, ja. Und ich habe was gemerkt, Pipeline bauen. Die haben jetzt auch den Baumodus Noodle für Pipeline. Das war mein Hypertube-Ding, den ich immer genommen habe. Was sehr, 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 sehr geil war, weil das war quasi so für... Das war so der Modus, der immer so perfekt rund gemacht hat, sag ich mal. Immer alles sehr smooth. Was haben wir noch für Pipelines? Habe ich mir mal gewünscht, auch wenn ich es nicht wirklich gebraucht habe. Ich habe meistens immer das hier genommen. Horizontal to Vertical.
Warum ist das auf Englisch? Okay, wahrscheinlich, weil sie es auch neu gemacht haben. Aber jedenfalls habe ich mir das genommen, einfach weil das halt clean ist. Aber auch nice, dass sie jetzt hier das Nudeldingens haben. Ihr seht, die drei reichen. Ich mache es halt das irgendwie. Erstmal mache ich es relativ unordentlich, einfach nach da oben, weil ich werde es sowieso neu bauen, sobald ich die Alterung habe für die Pipelines. Deshalb, ne? Erstmal relativ egal. Hauptsache, es läuft. By the way, ich habe hier nochmal keinen Weg auch zwischengezogen. Also, das können wir hier auch easy herüberlaufen. Hier mit einer kleinen Treppe nach unten. Und hier nochmal mit einem Weg nach da vorne, weil hier war nämlich sonst eine kleine Kante. Und das Fundament bleibt so, weil das sind nämlich Lauffundamente. Und das kann der erstmal weg. Beziehungsweise, nee, ich glaube, ich mache hier einfach so eine schicke Wand runter. Zack. Jetzt haben wir hier das auch zugeballert. Das muss ich doch in meinen Kohlekraftwerken auch noch machen. Ich denke mal, für die würde ich gerne eine große Fensterfront hier in die Richtung haben. Aber da brauchen wir erstmal Quarz für. Hier sind ja immer noch schon Wasserextraktoren. Wie gesagt, Pipeline verlege ich eher erst neu, sobald ich die stapelbaren Pipelines dafür habe. Da ist eine Pumpe und die soll jetzt erstmal genug pumpen, um hier jedem Wasser zu beschaffen. Nein, tut sie nicht. Aber hier ist noch Wasser voll. Das heißt, ich mache einfach eine zweite Pumpe rein. Ich habe mir auch hier wieder eine Pipeline-Hotbar gemacht, wie im letzten Let's Play ja auch. Wir machen keinen Sound, das ist voll verwirrend. Aber jetzt kommt die... Ah, warte mal, wir haben auch eine Pipeline zu wenig, fällt mir gerade auf. Ich brauche zwei Pipelines. Aber ich mache jetzt einfach auf die super krasse Pro-Methode. Ich ziehe jetzt einfach von da aus die zweite Pipeline rüber. Und hoffe mal darauf, dass ich jetzt selbst balanced. Kohlekraftwerke laufen. Wir machen Strom. Wir machen einiges an Strom. 1200 Megawatt Kapazitäten, die laufen noch warm, die ganzen Kohlekraftwerke. Die laufen noch warm, denn, ich meine, Kohle habe ich jetzt zum Glück schon mal am Anfang gemacht, durch Overflow. Aber das Wasser muss natürlich noch warm laufen. Aber wir sollten dann insgesamt, warte mal, wir haben 8 Kohlekraftwerke. Jedes Kohlekraftwerk 50 Megawatt, also 600 Megawatt durch die Kohlekraftwerke. Plus, ich glaube, wir hatten da grob 800, aber... Das sind ja Fake-Megawatt, sag ich mal, weil so viel können wir gar nicht wirklich benutzen auf Dauer. Das heißt, wenn es basic erstmal die gesamte Fabrik soweit automatisiert. Ich kann alles laufen lassen, während ich nicht da bin. Was recht nice ist, was sehr, 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 sehr nice ist, ich müsste eventuell... Ich meine, vom Platz her passt es so perfekt, dass wir hier noch eine Reihe an Kohlekraftwerken machen. Also könnte ich hier nochmal 8 Kohlekraftwerke hinpacken und dann glaube ich hier nochmal 4 und hier nochmal 4, also auch 8. Das sind schöne Zahlen, damit können wir sehr gut arbeiten. Das bedeutet, wir werden hier noch so einen kleinen Gang zum Laufen. Ich würde gern, was ich gelernt habe, meine Karriere als Satisfactory-Pionier, immer einen Notfallspeicher an allem haben. Das heißt, ich möchte irgendwo einen Turm mit riesigen Batterienfeldern für Stromspeicher, falls uns mal der Strom ausgeht über Nacht. Ich möchte riesige Anlagen mit industriellen Flüssigkeitspuffern, wo ich Unmengen an Wasser, Öl, Treibstoff, was auch immer, zwischenspeichere. Denn wenn wir mal zu wenig Strom haben, kann ich einfach, keine Ahnung, Ölförderung, ich brauche unglaublich viel Strom. Hauptsächlich wegen den Zügen, weil man meistens alle Ölpumpen sowieso voll übertaktet. Da können mal 2, 3, 4.000 Megawatt draufgehen. Das heißt, ich kann einfach sagen, yo, ich schalte das einfach ab. Und dann lebe ich jetzt von meinem Öl aus dem Vorrat. Das ist halt so der große Vorteil. Deshalb will ich überall mir riesige Speicher zulegen. Und genauso werde ich auch vom Wasser fette Speicher haben. Da brauchen wir halt erstmal schwere modulare Rahmen. Die habe ich halt noch lange nicht. Ich habe jetzt erstmal die billigen... Was sind die überhaupt? Die billigen Flüssigkeitsspeicher. Die werde ich nicht jetzt wirklich großartig bauen, weil lohnt sich nicht. Eventuell mache ich da vorne ein oder anderen mal rein. Ich glaube nämlich hier zum Beispiel passt jetzt kein extra Wasserextraktor mehr ran. Nee. Das heißt, hier könnte ich dann zum... Oh, ich habe extra schnell reagiert und das Ding noch gebaut, ne? Aber ich glaube es... Ah, ne, ich war im Submodus, oder? Ich war im Submodus. Ey, sonst hätte ich es nicht gekriegt. So hätte ich mich noch krass saven können. Jedenfalls, hier passt ja kein Wasserextraktor mehr hin. Das heißt, hier an die Stelle könnte ich dann einfach das zubetonieren. Ich würde das gern offen lassen, also machen wir jetzt einfach den hier. Beziehungsweise kann ich eine Pipeline rüberziehen oder sowas und dann sage ich einfach, jo, ich mache einen kleinen Wasserspeicher hin. Was ja, glaube ich, erstmal nicht verkehrt wäre, bis wir die großen Wasserspeicher haben. Denn dann kann ich die Biogeneratoren erstmal abschalten und habe damit quasi die Biogeneratoren als Notfall. Als Notfallmaßnahme, sage ich mal, dann packe ich hier ganz fix die Pipeline wieder daran.
Und habe dann quasi hier, wenn ich mit ein paar modularen Rahmen noch schnabuliere, das sollte jetzt nicht offen sein, kann ich mir da so einen kleinen Notfallspeicher erstmal einbauen. Ein Puffer. Heißt, wenn der Strom ausläuft, habe ich noch ganz bisschen Wasser da über, das ich erstmal benutzen kann dafür. Was erstmal nicht verkehrt sein wird. Wo sind die da? Also wenn, das brauchen wir theoretisch auch nicht als Weg hier. Das wäre jetzt nur erstmal so eine provisorische, witzige Idee. Das heißt, ich könnte ja theoretisch die schon relativ eng aneinander pappen. Machen wir das so. Wenn ich hier unseren ersten, Flüssigkeitslager. Ich will das nicht oben drauf sitzen. Dankeschön. Dann würde ich erstmal einfach ein bisschen Flüssigkeit zu speichern, ein bisschen Wasser zu speichern, zwischenzuspeichern. Bis wir es dann tatsächlich irgendwann mal im Notfall brauchen könnten. Das heißt, gute Kraftwerke können wir jetzt am Anfang ein bisschen weniger produzieren. Denn das Wasser teilt sich dann automatisch gleichmäßig auf. Beziehungsweise wird wahrscheinlich der Großteil nach hier unten fließen. Wegen Wasserdruck und so. Ihr wisst, wie es läuft, ne? Keine Sorge, die Kohlekraftwerke haben auch hier erstmal einen einminütigen Speicher an Wasser. Also die brauchen 45 Kubikmeter die Minute. Haben wir noch einen Speicher von 50 selber. Deshalb kann man die für etwas über eine Minute selber noch abschalten. Ohne dass da schlimm was passiert. Das heißt, ich schließe kurz an und dann werde ich aufgehen. Ich würde auch sagen, das war's dann für das Video. Ich meine, wir haben einiges geschafft. Wir haben mit Weltraumlift Phase 1 fertig, was voll krass ist. Und das allerkrasseste, der Server läuft jetzt quasi 24/7 in Betrieb und ich muss nie wieder Holz farmen. Was insane geil ist. Also, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ja, ciao Leute.